Wir sind hier in der Hochschule für Musik und Theater Hamburg im Zuge der Hamburg Open Online University. Mein Name ist Elisabeth Pelz, ich bin Professorin für Rhythmik und körperorientierte Lehre und heute hier mit mir im Gespräch Bettina Rollwagen, Bewegungswissenschaftlerin aus Hamburg. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Du bist Leiterin und Gründerin eines Instituts Lernen, Bewegt, Entwickeln und dort spannst du die Brücke von der körperorientierten Sicht der Persönlichkeitsentwicklung zum Lernen. Und wir wollen heute hier Unterrichtsausschnitte aus der Grundschule angucken und ich habe das Video dabei mit einigen Schnitten. Ich sehe, du hast ein Gehirn dabei. Ja. Also die Rhythmik hat so viel Wertvolles, aber es ist ja oft so, heute muss man neurobiologisch erklären, was Dinge, die uns so einfach vorkommen, also sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, man denkt, ach, das ist ja nichts Bedeutsames, aber gerade einfache Sachen haben eine ganz hohe Bedeutung. Und ich freue mich, dass wir zusammen beobachten und ich auch ein bisschen zeigen kann, wie tief und wie weit und wichtig die Rhythmik ist. Vielen Dank. Und wir fangen aber an, wie wir immer anfangen. Wie fangen wir immer an? Klappt das schon mal? Das ist total gut. Ich habe gehört, du hast gesagt, wir beginnen wie immer. Oder fragst sie sogar noch, wisst ihr, wie wir immer beginnen? Und das sind Rituale, das sind Rhythmen. Das hat die Rhythmik zu bieten. Und der Zeitforscher Heinz Geißler spricht davon, wie wichtig das für uns ist, wiederkehrend ist. Er sagt, Rituale sind das einzig Verlässliche in die Zukunft. Und wir brauchen ja, um zu lernen, immer einen sicheren Raum und eine sichere Bindung. Und das fängst du gleich von Anfang an. Super. Schauen wir weiter hier rein. Ohne Berührung machen wir das jetzt am Anfang. Genau. Und die Eins haben wir alle zusammen nur. Und sprecht mal kurz, was wir dazu am Anfang sprechen. Clap, clap, snap and go. Jetzt kommt der Name. Sie benennen. Clap, clap, snap and go. Okay, hör mal hier auf. Das sind schon vier wesentliche Prinzipien. Wir sind noch im sicheren Raum. Und der sichere Raum ist etwas, dass ich mich sicherer fühle, dass ich in der Bindungssicherheit bin. Das ist etwas, das ist die Voraussetzung, dass ich gut lernen kann, mich konzentrieren kann. Und du hast viele Prinzipien gezeigt oder angewendet. Das eine ist die Selbstberührung. Ja, ihr macht ja oft auch Body Percussion. Das ist etwas, das Kinder, wenn sie sich selbst berühren, spüren sie sich. Und das entspannt und macht einen sicher und selbstwirksam. Aber hier ist noch eine größere Selbstwirksamkeitsschleife, nämlich sie haben einen Klang, sie bewegen sich und die auditive Feedbackschleife, dass sie sich gleichzeitig dabei hören, unterstützt die Selbstwirksamkeit. Und das ist etwas, was Kinder brauchen, wenn sie groß werden, dass sie selbstsicher sind. Dann hast du nochmal den Namen nennen und wiederholen. Und das ist ein grundsätzlich menschliches Bedürfnis, gesehen und gehört zu werden. Also mit diesen einfachen Mitteln schaffst du es, dass sie erstmal im Hirnstamm, wir gucken uns das hinterher mal an, also hier im Hirnstamm wird nämlich unser Vegetativum, also ob wir aufgeregt sind oder entspannt sind, wird da geregelt und du machst das im Grunde genommen mitspielerisch und das sind alles unbewusste Prozesse, aber sie sind fürs Lernen so wichtig. Toll. Und für uns so wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen, das ist einfach interessant. Und auf diesem somatischen Hintergrund schauen wir noch etwas weiter in genau diese Phase des Unterrichts. Emilia! Emilia! Ach, übrigens habe ich noch was vergessen, nämlich den Gruppenpuls. Die sind alle gleichzeitig und Gruppenpuls erzeugt immer ein Gemeinschaftsgefühl. Und es macht mich einfach glücklich, die zu sehen. Ich bin Bewegungsbeobachter. Ich sehe, sie sind entspannt, sie sind konzentriert. Das heißt, es greift hier schon. Und jetzt ab dieser Stelle kommt noch ein anderer Aspekt im Verlauf hinzu. Bisschen größer, den Kreis bisschen größer und langsamer im Tempo. Ja, das ist wirklich ein neuer Aspekt. Und jetzt noch die Füße. Wunderbar. Genau. Weil jetzt sind wir hier im Kleinhirn. Wir haben die Kinder halten mit den Händen den Rhythmus
Und unser Kleinhirn, das ist ganz oft unterschätzt, das ist hier unterhalb von unserem Großhirn, ist zuständig für die Automatisierung. Und sie gehen, sie halten den Rhythmus, dann stehen sie dabei auf, dann gehen sie noch rückwärts. Und das sind alles Kleinhirnfunktionen, die automatisiert sind. Und das ist sehr, sehr nützlich, weil wir dann nicht mehr drüber nachdenken müssen. Und das geht nur durchs Tun. Man braucht Anlässe, um diese Sachen zu automatisieren. Warum meinst du, dass das in der Schule Sinn macht, so zu arbeiten? Geht es nicht doch hauptsächlich um die Kulturtechniken dort? Schreiben und Lesen, ja. Nur das, was man verstehen muss, ist, dass das Gehirn evolutionär funktioniert. Das heißt, Sicherheit ist erstmal Voraussetzung, dass ich mich überhaupt konzentrieren und lernen kann. Die Automatisierung des Kleinhirns sind Voraussetzung, dass das Großhirn nachher die Kulturtechniken, das gucken wir uns vielleicht nochmal an einer anderen Stelle an, leisten können. Denn, also ich bringe mal das Beispiel, des Lernens, Autofahrenlernens. Vielleicht erinnern Sie sich an die erste Stunde, da sind Sie konzentriert dabei zu schalten und zu überlegen, wie Sie das machen müssen. Da können Sie nicht zuhören oder in die Landschaft gucken. Und genau so ist das Verhältnis 1:10. Wenn eine Zelle des Kleinhirns etwas nicht leistet, müssen 10 Zellen des Großhirns der Willkürmotorik es tun. Und dann ist es nicht, dann zieht es die Energie weg vom Zuhören, Inhalt verstehen und so weiter. Und das heißt, die Automatisierung ist die Voraussetzung, zum Beispiel die Handautomatisierung für die Rechtschreibung, dass die Kinder da ihr Großhirn frei haben, um diese Dinge dann besser unterscheiden und beachten zu können. Jetzt hier in dem Ausschnitt wird eine Partnerübung gezeigt. Dazu kannst du uns bestimmt auch noch was Näheres sagen. Mich berührt ja immer, wenn sie so miteinander umgehen. Hast du das gehört? Stopp mal da. Was? Das hast du auch gemacht. Das ist genau die Regel, wie Empathiefähigkeit entsteht. Weil ich muss es erstmal selber spüren. Das ist die Entwicklungslogik, wie auch Daniel Goleman und Senge beschreiben im Triple-Fokus. Erst selber spüren, dann fühlen, dann kann ich das auch beim anderen. Und das ist wieder so toll, dass ihr in der Rhythmik so viel macht, dass man das erstmal selber übt, dann mit dem Partner und dann erst in Gruppen. Und das ist, entspricht auch genau der Entwicklungslogik, dass man sich in andere hineinversetzen kann und dann auch in ganze Systeme hineinversetzen kann. Wunderbar, das durchs Tun lernt man. Ich dachte ja immer, dass Empathie eigentlich zum großen Teil angelegt ist und dass das gar nicht oder nur bedingt erlernbar ist. Kannst du das nochmal näher beleuchten? Naja, das ist alles, als Potenzial ist es angelegt. Also wir haben die Informationsmöglichkeiten, aber es geht immer um die Nervenvernetzung, also dass die Information auch fließen kann. Es geht um Verbindungen im Gehirn und da haben wir die Situation, wenn das Potenzial nicht praktisch abgerufen wird, entstehen keine Synapsen, entstehen keine Verbindungen. Also, und gerade ist es umgekehrt. Empathie ist auch etwas, das haben wir angeboren, aber man kann es ausweiten, man kann es lernen, wie auch die Automatisierung der Bewegung. Jetzt schauen wir nochmal in einen Ausschnitt, der mehr mit Raum zu tun hat, Flow und Stop. Achtung, aus der Position, ihr wisst, Sprung in eine Jack-in-the-Box-Figur. Geht's, Daria? Okay, verteilt euch mal gerade, steht so im, verteilt euch so nicht im Kreis, sondern einer wird, ja, genau, free. Okay. Sie jetzt nochmal. Mhm. Die Rutschen muss ganz stabil stehen. Toll verteilt. Genau der gleiche Abstand alle. Oh, klasse. Und jetzt bewegt und gestoppt. Das ist wunderbar. Und das wollen wir. Wir wollen die somatische Grundlage legen, dass die Kinder unbewusst einfach das Gefühl dafür haben, wie sind die Abstände, wie ist der Raum. Und auch, dass sie die Fähigkeit haben, Bewegungen anzuhalten und zu stoppen. Das ist sozusagen ihre Hardware, dass sie das können. Und das sind aber die Grundlagen für emotionale, soziale Kompetenz. Wie viele Kinder können nicht stoppen und müssen ständig bewegen oder reinreden? Oder wie viele Kinder haben kein Gefühl für Abstand und sind ständig grenzüberschreitend? Also genau da, spielerisch und sinnvoll mit Musik, diese somatischen Grundlagen zu legen, das macht ihr.
Und ein Prinzip in der Rhythmik ist ja noch Freiheit in der Bindung. Jetzt in dem nächsten Ausschnitt sehen wir, wie das eben noch komplexer, aber genau auf diesem Prinzip aufbauen, stop and go, in noch andere Zusammenhänge führt. Ja, das war ein Übergang. Lass mal einen Übergang. Achtung. Und jetzt nochmal. Nochmal. Großmotorik. So. Genau. Okay. Umschalten. Ja, sehr kräftig, dampfend. Also probieren Sie. Viele können es nicht. Und jetzt wieder Handmotorik fein und zart. Und in dem, was Sie schon kennen, in dem wiederholenden. Wichtiges Prinzip. Also auch gerade Peter Senge und Daniel Goleman beschreiben im Triple-Fokus, dass Aufmerksamkeitssteuerung eins der wichtigsten Elemente der Intelligenz ist. Und hier habt ihr ja gesehen, die Kinder sind im Rollen, im freien Fluss, ganz körperlich. Da müssen sie stoppen, Fokus auf die Hände und eine neue Tätigkeit. Und dieses, also im Englischen Neudeutsch heißt es Shift and Stay, ist eine Fähigkeit, auch die kann man nur durchs Machen erwerben. Das hat übrigens, das ist ein Prinzip der Rhythmik, das eine Schweizer Rhythmikerin, direkte Schülerin von der Groß, noch schon benannt hat. Und zwar mit der Trias anhalten, umschalten, durchhalten. Und dann sehen wir auch noch zudem hier in diesem Ausschnitt, dass wir auch oder beziehungsweise die Rhythmik bewusst mit unterschiedlichen Qualitäten arbeitet. Und diese unterschiedlichen Qualitäten werden bespielt an den Extremen der Pole, Raum, Zeit, Kraft und Form. Und später auch innerhalb, sodass die Schülerinnen und Schüler immer mehr weich und leichtfüßiger in diesen Polen sich bewegen können, agieren, reagieren können. Ja, da sind wir genau wieder bei den Bewegungsbeobachtern, also beziehungsweise so wir Menschen, alle unsere Alltagsbewegungen organisieren wir in Zeitraum, Kraft und Fluss. Und Laban, der Bewegungsanalytiker und einer aus der gleichen Zeit, wie die auch die Rhythmik entstanden ist. Der kannte auch der Groß. Ja, genau. Die haben eben, der kommt ja auch aus dem Theater und der hat eben beschrieben, dass man, wie man in Zeitraum, Kraft und Fluss sich organisiert. Und der Witz ist aber, dass das jetzt nicht nur tänzerisch ist, sondern in dieser somatischen Fähigkeit spiegelt sich nachher auch die Handlungsfähigkeit in der Handlungsorganisation wieder. Wie steuere ich meine Aufmerksamkeit? Wie ist meine Intentionalität? Wie komme ich in die Durchführung? Das heißt, je mehr ihr diesen Kindern anbietet, diese Fähigkeiten variieren zu können und zu entwickeln, desto mehr sind sie nachher auch in ihrer Handlungsaktivität gut. Und jetzt kommen wir im nächsten Ausschnitt nochmal zu einem Transformationsprozess, das heißt zum Benennen dessen, was in der Stunde alles vorbereitet war, innerhalb einer grafischen Partitur. Jack, Achtung, guck mal gerade. Jack in the box ist da. Jack. Haben eben schon mal die Tonhöhen ausprobiert. Kleiner Mann. Qualität und Tonhöhe ist da drin zu sehen. Okay, perfekt. Jetzt hast du sozusagen die Entwicklungslogik auch neurobiologisch vollendet, weil das ist nämlich genau das Thema. Ich mag das hier nochmal zeigen. Also wir haben gesagt, sichere Bindung und so weiter, das wird schon im Hirnstamm reguliert. Das ist unser Unbewusstes, dass wir entspannt sein können, keine Stressreaktion haben. Dann haben wir das Kleinhirn, das ist die ganze Automatisierung. Leistung von Balance halten, Überbewegung, dann bis zum Hand- und Mundmotorik. Und jetzt, dazu nehme ich mal dieses andere Modell, setzen wir jetzt das Großhirn drauf. Und was hast du denn da gemacht? Die Kinder haben was gesehen, die haben das bewegt, sie haben etwas dazu gehört. Und genau das passiert bei den Kulturtechniken. Wir haben nämlich hier das reine Feld zum Sehen, das erkennt nur Formen und Farben. Also wie diese kleinen Kringel, hier über dem Ohr sinnvoll, werden nur Frequenzen, also man hört da nicht das Baby schreien oder die Symphonie, sondern nur Frequenzen und die Mundmotorik ist hier vorne und die Willkürmotorik hier. Und indem du das jetzt machst,
bilden sich Assoziationsfasern. Und vernetzen sich. Und sozusagen. Vernetzen sich. Mhm. Und diese sensorische Integration, das macht nachher die Peak Performance aus, aber eben getragen von den anderen Fähigkeiten. Das ist super gut aufgebaut innerhalb einer Stunde. Genau. Diese Methode ist, glaube ich, auch das Herzstück der Rhythmik, dass sich wirklich so fundiert Prozesse anregen kann, anleiten kann. Und du merkst es im Tun, dass die Kinder damit auch immer klarer, entschiedener werden in ihrem Ausdruck, in ihrer entschiedenen Haltung zum Thema. Liebe Bettina, ich danke dir, dass du deine wertvolle Erfahrung hier so verständlich und komplex mit uns geteilt hast. Und wunderbar vor allen Dingen, dass du das in deinem Institut Lernbewegt entwickeln auch anderen PädagogInnen zur Verfügung stellst und sie selber ins Spüren kommen lässt. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass sie es selber erfahren im eigenen Tun, um es danach auch beobachten zu können. Genau das ist das auch eine neurobiologische Kenntnis, indem ich es selber erfahre und wir durchdringen es dann erst wissenschaftlich sozusagen. In dem Moment bin ich sehr intuitiv, auch plötzliche Situationen meistern zu können, weil ich sehr gut beobachten kann. Das macht man eigentlich sowieso, aber dann macht man es bewusster. Und ihr habt die Mittel und wir haben eine Zeit, wo man leider inzwischen alles neurobiologisch erklären muss, warum es sinnvoll ist, weil das ist dann der alte Tobak und der ist nicht mehr interessant. Und deshalb freue ich mich, dass wir das hier zusammen so angucken. Vielen Dank. Dies ist ein Projekt der Hochschule für Musik und Theater im Zuge der Hamburg Open Online University.